Geschafft? Geschafft. Oh, ich hab den unteren vergessen. Mann. Verdammt, rein ins Wasser. Ins Pixelwasser, in die Pixelsuppe. Jo, Servusle, zum kleinen neuen Projekt oder auch einem großen neuen Projekt, das wird sich rausstellen. Wir zocken Life of Pixel. Wir zocken hier einen kleinen Pixel, der sich einmal quer durch die Videospielegeschichte zockt oder der da durchwandert. Von den uralten Retro-Games, Retro-Konsolen und Homecomputern bis hin zu unbekannten Gefilden. Wir haben hier drei Welten, die noch nicht freigeschaltet wurden. Ansonsten haben wir hier Amiga, SNES, NES, Game Boy, Commodore 64, Amstrad, BBC, Micro, sagt mir nichts, ZX Spectrum, Atari 2600 und ZX81, das sagt mir auch nichts. Das sind irgendwelche Schneider-Computer, die mir relativ unbekannt sind, beziehungsweise ich hatte mit Schneider damals nichts am Hut. Aber das heißt ja nichts. Wir fangen natürlich mit der ältesten und mit der ersten Welt an. Und ihr seht schon, alles im wunderbaren Retro-Schwarz-Weiß-Look. Ja, dieses Teil hier war anscheinend schlechter als der Game Boy, der ZX81. Der Sinclair ZX81, ein 81 erschienener Homecomputer im 8-Bit-Style aus England. Na gut. Schauen wir uns die Schoße an, ich bin gespannt. Dieses Game zocken wir, weil der Retrobasti vor kurzem ein Let's Play hier gestartet hat zu diesem Game. Okay, das ist also unser Opa, der Tipps gibt. Retrobasti hat dieses Game vor kurzem Let's Played. Und hat auch gesagt, jeder der Bock drauf hat, soll doch dieses Game ebenfalls Let's Playen. Er wird sich drüber freuen. Oh, verdammt. Redry, können wir das nochmal zocken? Ja, weil da oben ist auch nochmal so ein Blinke-Dingens. Verdammt, komme ich da hin? Ah! A Magic Game. Okay, wir können das Sega Master System freischalten. Ist ja geil. Die Sega-Konsolen sind also auch vertreten. Stimmt, die war nämlich vorne nicht zu sehen. Sega! Blacky, Blubby, Blobby, wie auch immer. Du bist also der Blobby. Ah, da oben ist auch nochmal so ein Special-Teil. Okay. Was ist das da oben? Nur Zierde? Kann man nicht einsammeln? Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wir haben hier unten links unsere Anzeige. 7 von 7 heißt 7 Collectibles. 2% completed, heißt es 2% vom ganzen Spiel oder 2% vom Level? So viel gab es doch in dem Level gar nicht. Ja, werden wir sehen. Alles voller Spikes. Jetzt wird das Ganze hier schon komplizierter. Wir müssen da rauf. Wir haben im Übrigen einen lustigen Doppelsprung. Da hinten ist natürlich unser Special Game. Unser Magic Game, wie auch immer. Und. Oh, geschafft. Geschafft. So. Jetzt müssen wir daher. Hier sind wir sicher. Dann müssen wir daher. Hier sind wir sicher. Und hier waren wir auch sicher. Das heißt, wir können da rein. Und müssen uns die anderen zwei noch schnappen. Und schon ist das Ziel offen. Schon ist der Levelausgang betretbar. Auf jeden Fall hat der Retrobasti gefragt oder drum gebeten. Er hat Mr. Venom rausgefordert. Und ich gehe da bitte halt. Ich gehe in die falsche Richtung. Da ist ja das Exit. Ich gehe da bitte natürlich nach und zocke dieses Spiel ebenfalls. 3%? Heißt das, das Spiel hat 100 Level oder was? Ja, ich glaube nämlich, Retrobasti hatte in seinem Let's Play nicht alle Level oder hat auch nicht alle abgeschlossen. Oh verdammt, da oben kommen Zacken raus. Die Zacken des Todes. Er hat nicht alle abgeschlossen gehabt, er hat ein paar Level nicht geschafft. Ich glaube, die waren es die vom Super Nintendo oder vom Amiga? In irgendwelchen Leveln ist er verzweifelt.
Und das versuchen wir hier zu vermeiden. Soll immer schön aufpassen auf die Zacken. Die sind ein bisschen tricksy. Da unten unser Special Game. Wir wollen sie alle haben. Natürlich wollen wir alle. Natürlich. Wir holen sie alle. Ich versuche das Game hier zu 100% zu zocken. Ist ja logisch. Sonst wäre es ja kein Let's Play vom Dosten. So. Nächste Stage. Ich bin gespannt, wie viel Level so eine Konsole oder so ein Homecomputer haben wird. Kommen hier irgendwo Zacken raus? Ah, da unten. Und so lustige Schleimviecher. Ups, das war knapp. Ups. Lustige Schleimviecher. Der Blob des Todes. Bis jetzt läuft die Schose. Oh, was ist denn hier? Warum ist unser Pixel einmal weiß und einmal schwarz? Das verwirrt mich ein bisschen. So, da unten kommen Zacken raus. Da hinten nicht. Okay. Da unten kommt nichts raus. Collected. Wo ist denn das Special Game? Oh, da hinten. Der ist aber tricksy platziert. Ups. Komm, kam da was? Nein. So. Ups. Aufpassen, Dosten. Verdammt, da kamen auch oben Zacken raus. Die hatte ich jetzt nicht im Fokus. So gemein. Ja, die Optik macht das Ganze ein bisschen schwerer, als es in Wirklichkeit ist. Weil ich manche Objekte, ups, einfach nicht im Blickfeld habe. Die sind für mich geil existent. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Game doch spaßig. So, jetzt müssen wir darauf. Ich brauche den Special Dingens da. Verdammt, so geht es nicht. Wie holen wir unser Special Item, unser Special Game, unser Magic Game, wie auch immer. Irgendwie werden wir das uns holen müssen. Das ist wirklich ziemlich tricksy. Oh, ist es weg? Ach, ich verstehe. Wenn wir ein Leben verlieren, zählt es trotzdem als eingesammelt. Interessant. Continue. Die Level gehen ziemlich fix. Was ist das hier in der Mitte? Oh, Zacken. Zacken aus allen Richtungen und schon bin ich rein in den Zackentod. So weit komme ich also nicht, also gehen wir daher. So, Special Game will ich haben. So. Was bist du? Eine flüllelülle Ledermaus hat mich schon getroffen, aber wir haben zwei Energiepunkte. Die sehen wir oben links, die Herzen. Allerdings machen die Zacken einen Instant Death. So, geschafft. Special Game haben wir auch. Die Zacken machen einen Instant, oder killen einen Instant, während die Gegner einem Energie abziehen. Jetzt muss ich hier mal gucken. Wo sind wir hier zu Hause? Was ist das da oben? Kommen hier irgendwo Zacken raus? Da oben? Hier passiert mir nichts. Trixi. Achievements gibt's auch. Okay. So. Collectible collected. Daher, hier waren wir sicher. Daher. Da kommt was raus. Verdammt. Okay, also das Ganze nochmal. Die Zacken werden erst aktiviert, sobald wir uns bewegen. Bewegen wir uns nicht, kommen sie auch nicht raus. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, da vorher mal nachzugucken. Vorsicht. Alter Schwede. Geschafft. Jetzt müssen wir ganz rauf. Geschafft. Geschafft. Oh, ich hab den unteren vergessen. Mann. Verdammt, rein ins Wasser. Ins Pixelwasser, in die Pixelsuppe. Habe ich dieses Scheißteil von unten vergessen? Ich Idiot. Sonst wäre es jetzt das gewesen. Aber nein. Dosten muss ja schlafen. So, jetzt. So. So. Ja, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber gut. Sie ist jetzt nicht hardcore-mäßig irgendwie scheiße oder so. Sie ist gewöhnungsbedürftig. Gerade mit diesem Doppelsprung. Aber ich glaube, mit der Zeit komme ich da rein. Oh, oh, wir haben den ZX hinter uns gebracht und bewegen uns Richtung Atari 2600.
kam 1977 in Amerika auf den Markt. Ein 8-Bit-Cartridge-System. Der Atari 2600. Ja, meine erste eigene Konsole. Meine erste nicht eigene Konsole war der Interton VC 4000. Das war im Übrigen das erste System, das ich gezockt habe. Gibt's hier komischerweise nicht. Oh, es sieht schon farbiger aus hier, das Ganze. Ja, alter Mann, laber nicht. Hier sind die Collectibles jetzt gelb. Wir haben sogar... Oh, die Zacken bleiben fest. Soundeffekte. Nicht nur Ingame-Sound. Wir hören jetzt auch, wenn wir sammeln. Es gibt... Collectible Musik, Collectible Sound oder wie auch immer man das nennen mag. So, continue. Auch Atari 2600 gefällt mir. Ein lustiges System. Vielleicht schaffen wir ja zwei Systeme pro Part. Oder unten kommen schon wieder Zacken raus. Und raus hier. Aber sie kommen langsamer als in der ZX-Version. Hätte ich jetzt mal so behauptet. Kann ich mich eigentlich irgendwie wehren? Vermutlich nicht. Vermutlich kann ich mich nicht wehren gegen diese ominösen Blobs. So, Ausgang ist frei und wir verbissen uns schön in den Levelausgang. Ah, Besitzer läuft es, Leute. Besitzer läuft es. Wo bin ich? Ah, hier bin ich. Okay, gibt es hier irgendwelche Zacken? Nein, es gibt hier nur Alien. Random Alien. Was tust du da, Alter? Nerv mich mal nicht. Komm, verbiss dich. Verdammt. Wurde ich getroffen? Vom ominösen Random Alien. Alter, wie mache ich denn das? Wie ist denn das machbar? Wie macht man das? Okay. Es geht sogar. Es sah jetzt ja wahnsinnig ungesund aus, das Ganze, aber es hat funktioniert. Too many monsters. Okay. Darauf. Das Zeug hier sammeln. Ja, es hat... Oh, Fledermaus. Es hat natürlich ein paar Rätselelemente. Das gibt das Spiel nun mal so her. Aber im Großen und Ganzen ist es und bleibt es doch ein Jump'n'Run. So. Wir haben dich. So, darauf. Darauf. Fledermaus, verpiss dich mal. Verpiss dich mal hier, Fledermaus. Ich mag keine Fledermäuse. Verdammt. Aber wir haben es geschafft. Doch, Atari 2600 gefällt mir. Das Spiel kann ja nur besser werden. Es wird grafisch von Welt zu Welt natürlich besser. Okay. Verdammt. Und rein ins Wasser. Ja, das Wasser sieht halt original aus, wie auf dem Atari 2600. So eine Laserbrühe. Aber die Fledermäuse sind echt tricksy, Alter. Geht weg. Geh bloß weg, Alter. Geh weg. Fledermaus, gib mal auf den Sack. Special Gem. Will ich haben. So, kann ich da oben laufen? Ja. Oh, es bröckelt ab. Es bröckelt ab. Ah, geschafft. Heiliger Eli. Gefällt mir. Robot Wars. Wo bin ich? Hier bin ich. Das heißt, es bröckelt jetzt hier alles ab, ja? Ich kann hier nicht großartig stehen, oder wie sehe ich das? Nein, passiert gar nichts. Es passiert gar nichts. Oh, ich muss da hinten hin. Da hinten ist noch ominöses Zeug zum Sammeln. Das sollten wir als erstes holen. Bevor wir hier entlang schreiten. Alter, wie komme ich dahinter? Wie geht es? Oder muss ich da von oben rein? Versteh's nicht ganz. Versteh's nicht ganz, aber das ist ja auch nichts Neues. So, gucken wir mal, vielleicht kommen wir da irgendwie. Verdammt. Außenrum. Tot. Ermordet. Vom ominösen Ameisenroboter. Oh, verdammt, das war dumm. Das war dumm. Schon wieder treffen lassen hier. Komm, verpiss dich, Alter. Ich will was gucken. Ach, Mingo. Unten lang geht's nicht.
Ich komme nicht an diesen rosa Plops vorbei. Also diese komischen Roboter da, diese Aliens, diese Ameisen, die sind total random. So. Und schon kommen wir wieder nach oben. So eine Sau! Wie? Was haben die für den Rhythmus? Gar keinen. Ich will jetzt erstmal schauen, dass ich da hinten rechts alles einsammle, dass ich da irgendwie hinter das Geheimnis komme, wie das funktioniert. Ich vermute mal, dass diese grauen Steinchen oder diese grauen Plattformen mit der Zeit verschwinden. Genau, so dachte ich mir das. Special? Was für ein Special? Ich hätte doch alles einsammeln sollen da unten. Mann. Geh weg. Geh weg. Geht weg. Geht alle weg. Geht bloß weg. So. Geht weg. Geht alle weg. Geht weg. Ach, Menjo. Und schon wieder darf ich von vorne beginnen. Also schnappen wir uns auf dem Weg nach oben alles, was einsammelbar ist. Und diese scheiß Aliens, Alter, ist das tricksy gemacht. Schon bin ich wieder down. Haben sie mich verhauen? Die random Aliens aus dem Atari-Versum? Die haben überhaupt keinen Rhythmus, die tun, was sie wollen. Na gut. Stellen wir uns dieser Herausforderung und lassen uns treffen. So wie sie es gehört. Genau richtig gemacht, Doschen. Genau richtig gemacht. Geh weg. So. 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 Geschafft. Heiligei. Continue. Ach, hier bin ich. Was bist du, Alter? Was ist das hier? Kein Plan. Ich muss hier erstmal die Collectibles collecten. Verdammt. Natürlich verpasst. So nicht. So nicht. Ich will oben rauf. Ich will oben rauf. So. So. Wie machen wir das jetzt? Von der unteren Seite. Wenn es geht. Wenn es denn geht. Probieren wir aus. Geschafft. Heiligeili. Gefällt mir. Gefällt mir. Keep on moving. Oh yeah. Alter Schwede. Verdammt. Das war dumm, aber wir haben es eingesammelt. Das war dumm, aber wir haben es. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr drum kümmern. Alter Schwede. Geschafft. Geil. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ich bin gespannt, wann die ersten Level kommen, an denen wir wirklich Probleme haben. Hallo? Oh, wir sind schon wieder weiter. Der ZX Spectrum. Okay. Wie sie weitergeht, Leute, erfahrt ihr im nächsten Part. Weil ich denke, zwei Systeme pro Part ist genug. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Doschen.